Tatsächlich ist die Bauarchitektur die Architektur, die mich am allermeisten fasziniert hat und mit der ich mich wahrscheinlich auch am intensivsten beschäftigt habe. Ich finde, die Bauhausarchitektur ist eine Architektur, die dem sich in dieser Architektur bewegenden Menschen Freiräume schafft. Sie ist sehr reduziert auf ihre funktionale Architektur. Sie versucht nicht mit irgendwelchen Dekorelementen zu arbeiten. Sind keine Fake-Objekte dabei. Es ist alles sozusagen ganz ehrlich und sachlich. Wenn ich den Stadtraum insgesamt versuche zu erfassen, dann kommt es für mich darauf an, dass es mich irgendwie erschreckt oder überrascht oder fasziniert. Also sei es besonders überdimensionierte Skylines, die ins Unendliche wachsen. Oder wenn es sich um einzelne Gebäude handelt und weniger um den Stadtraum, dann ist es mir wichtig, dass dieses Gebäude mich auf irgendeine Art und Weise überrascht und fasziniert. Ja, die Unschärfe hat für mich schon immer von Anfang an eine große Rolle gespielt. Und für mich ist das so ein Widerstreit zwischen fließenden Farbströmen und aber auch konturierten Bereichen. Und dadurch versuche ich sozusagen, Bilder zu abstrahieren. Als ich das 2016 die Meisterhäuser aufgesucht habe, habe ich mich zuerst gar nicht informiert. Ich wollte ganz unvoreingenommen herangehen und war gleich total begeistert von der Abstraktion dieser Rekonstruktion dieses Gebäudes. Das ist von den Architekten Bruno Fioretti-Marquez restauriert worden, wobei sie bewusst mit dem Begriff der Unschärfe gearbeitet haben und gesagt haben, Erinnerung ist Unschärfe und wir wollen nicht das Gebäude originalgetreu wiederherstellen, sondern wollen eine Abstraktion erreichen durch Reduktion auf den reinen Baukörper, der sehr monolithisch angelegt ist. Und haben deswegen zum Beispiel auch die Fenster ganz bündig mit der Fassade abschließen lassen.